So, und dann wieder herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Car Driving. Du hast es wir geschafft. Hatten jetzt gerade den Toyota Highlander, ich bin so gut, ne? Und nicht Land Cruiser. Was habe ich gerade gesagt? Du hast es richtig gesagt, aber ich wollte auch mal klarstellen, das ist nicht der Land Cruiser. Ja, ich habe schon die Befürchtung gehabt, ich hätte es wieder falsch gesagt, sonst hättest du ja wahrscheinlich nichts gesagt. Ach, Weimann. Weimann. Ich suche gerade irgendwas Schönes. Ich habe ja neue Fahrzeuge installiert. Ich bin ja immer fleißig. Fleißig? Ich bin immer fleißig. Ich hoffe, das weißt du. Hast du einen schönen Mercedes? Mercedes habe ich auch. Und zwar den Tucson. Mercedes sagst du, ne? Ja. Oh. Naja, aber ich glaube, den hatten wir auch sowieso schon. Ja, den hattest du. Du kannst ja die löschen im Prinzip. Ich habe den Sprinter. Naja, gut, wenn ich das schon höre, deine Reaktion, dann, nächste Idee. Was haben wir noch? Wir haben den G350 NDI, aber den hatte ich schon mal. Okay, dann haben wir den Passat B5 Plus, haha. Mercedes? Ja, sonst habe ich keine mehr, die ich noch nicht hatte. Passat ist ja kein Mercedes. Ah, knapp daneben. Oh, ich habe einen BMW. Jetzt muss ich einmal überlegen. Ich hatte auch ein richtig cooles Auto, aber welches war das? Wie war denn das? Hast du den Opel Insignia? Nee. Den finde ich auch richtig gut gemacht. Ja, kenne den. Also in echt. Weiß auch, genau. Der ist schön, aber zu teuer. In echt. Ich weiß nicht, wie viel kostet der? Neu, glaube ich, 35.000. Und wenn du das jetzt vergleichst mit einer E-Klasse, die viel mehr Ausstattung hat und tausendmal mehr Sachen kann, die kostet rund 50.000 mit einer guten Ausstattung. Also wenn man das so vergleicht, ist der Insignia schon ein bisschen teuer. Ja gut, aber ich finde Opel persönlich jetzt nicht schlecht. Natürlich ist es nicht schlechtes, aber wenn du es mit Mercedes vergleichst, ist Opel schon schlechter. Weil. Ja, würde ich so auch nicht sagen wollen. Also, es ist auf jeden Fall ein Image, was anders ist. Von der Qualität her, also nicht unbedingt von der. Sondern wenn man sich das Blech anguckt, sieht man, bei Mercedes ist direkt besser gemacht. Es sind so viele so Kleinigkeiten auch. Ich finde bei Mercedes. Du arbeitest nicht zufälligerweise für irgendeine Mercedes-Benz-Niederlassung, oder? Nein, ich doch nicht. Ach so, gut, ne? Ich wollte nur fragen, weil das. Die ganzen Blech. Wie so ein Autohändler, ne? Wollen Sie das Auto kaufen? Ja, ich weiß nicht. Ja, gucken Sie. Sie haben das Blech, ne? Sie haben die Ausstattung, ne? Sie haben die Farbe. Sie haben TÜV, ja? Sie haben 5 Jahre Garantie, ne? So wie. Als ob du mich jetzt über den Tisch ziehen willst. Ja, ich gib's zu. Ich arbeite in Friedrichshain, da in Hamburg. Ach, so. Alle, die es kennen, schreiben jetzt ein Y in die Kommentare. Okay. Ja, ein Y. Warum nicht? Hat also ich weiß, da waren wir in Holland und da auf der Insel Vlieland. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Fliehen die Leute dahin oder was? Nee, die fahren dann mit dem Schiff hin, aber ist auch egal. Und da war ein Mann neben uns auf dem Schiff und dann hat er da erzählt von seinem ersten Auto. Ui. Und dann meinte der, als ich mir da meinen Opel Manta gekauft habe, ja. Ja, da hatte ich nur Motorprobleme, ja. Und seitdem kaufe ich keinen Opel mehr. Mhm. Gut, Klingt natürlich logisch. Ja, gut. Als er sich jedoch das Auto gekauft hatte, ja, das war nicht gestern und nicht heute, sondern 1971. Ja. Und das war gebraucht. Ja, wahrscheinlich auch das noch. Mit dem ganz tollen Effekt, dass er der Meinung war, das war 40 Jahre später immer noch so. Hä? Ja, immer wenn er den Motor angelassen hat, da hast du schon gemerkt, alles nur Kacke, ne? Alles so instabil und es sei ja heute nicht anders. Ja, aber gut. Einerseits verstehe ich den Typen, dass der vielleicht einfach keinen Bock hat auf Opel dann.
Aber andererseits ist es schon ein bisschen merkwürdig. Aber ich weiß auch nicht, ich würde mir nicht unbedingt einen Opel kaufen. Ich finde, mittlerweile sind die zu teuer geworden. Also ich persönlich finde die, ich finde die schön. Ja, aber wenn du die jetzt mal mit so einem Ford vergleichst. Ein Ford Mondeo, was kostet der neu? Mal gucken. Das ich weiß ich nicht. Genau. Aber wenn du jetzt so einen Ford Mondeo mit so einem Insignia vergleichst, sind die in etwa gleich gut, kann man eigentlich sagen. Ford und Opel sind ja eigentlich relativ ähnlich. Ja, wobei ich glaube, dass Opel da schon noch ein bisschen besser ist. Würde ich gar nicht sagen. Ich meine, von den Kriterien her ist der Mondeo auch besser. Mondeo Insignia. Okay, mal gucken. Testangebot. Hier. Ford Mondeo Turnier gegen Opel Insignia Sports Tourer. Kombi-Vergleich. Autozeitung.de. Erstmal Samsung-Werbung. Ja, das heißt aber, also ich würd es jetzt so einschätzen, dass sie, ich würde nicht sagen gleichwertig, also es ist bei mir irgendwie noch so ein bisschen das Gefühl, dass ein Opel ein bisschen hochwertiger ist, ist meine Meinung. Ja, warte mal, ich gucke jetzt mal gerade hier. Gesamtfazit, ein nahezu ausgeglichenes Duell. Siehst du, endet mit einem Sieg von Ford. Die Kölner haben in wichtigen Klassen das moderne Angebot. Das gilt besonders für den leichten Fiesta. Der mit sparsam. Ja gut, aber das ist ja jetzt nicht. Wie viel kostet der? Ach guck mal, das war ein komplett Ford gegen Opel. Ach so, ja gut, komm, das ist ja jetzt. Ford ist besser im Vergleich zu Opel, hast du gesehen? Ja gut, du musst ja gucken, auch worunter die das jetzt getestet haben. Also. Der ist 2000 billiger, der Mondeo. Und der ist neuer. Ja, hör mal, aber 2000 Euro ist jetzt auch nicht so viel, ne? Aber der ist vom Modell her neuer als der Insignia. Hallo. Oder? Ja, müsste. Oder? Nee, weiß ich gar nicht, von wann der Test ist. Aber hier siehst du ja, alle Autos von Ford sind anscheinend besser. Was steht hier denn noch? Dreizylinder, dem schweren. Achso, warte. Mit der Fiesta? Also. Unfall. Jetzt muss. Ja, so in der Art. Was für ein Auto ist denn so dein Favorit? Also allgemein. Also, wenn wir jetzt. Also, was heißt billig? Aber wenn wir jetzt so in der billigeren Preisklasse gucken, billigeren, sag ich jetzt mal, natürlich ist er nicht billig. Der neue Mondeo, den finde ich schon ziemlich cool. Hast du den mal gesehen? Den neuen. Ich kann dir mal ein Bild schicken aufs Ach Mann, das sehe ich doch jetzt gerade nicht. Ja, verdammt. Kannst du dir dann nachher angucken, immer mit der Ruhe. Wir haben ja noch bis 3 Uhr vor uns, ne? So in etwa. Ich finde den ziemlich geil, den Wagen. Ja, also ich glaube, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube schon, dass sich das, was du hier machst, lohnt. Also ich meine, Mercedes, Ford, wo bist du noch beschäftigt? Pff, was eigentlich? Ah, ja gut, das reicht aber schon. Ich weiß nicht, Ford mag ich irgendwie. Ford ist so eine freundliche Marke. Der Kuga, den fände ich gar nicht schlecht. Aber. Ja gut, der ist natürlich, Kuga, der alte, der war jetzt nicht sonderlich zeitgemäß, ne? Ja, aber ich fand den ganz schick so. Ja, nee, schick ist er, das ist wahr. Also. Ich schick dir jetzt auch mal ein Bild. Lach. Kannst du dir nachher angucken. Sag mal, aber das ist ja ein Getümmel hier, Mensch. Was? Ja, ja. Der größte Traum wäre natürlich so eine S-Klasse, aber das ist natürlich fernab der Realität erstmal. Lieber Nico. Ja, die Folge ist zu Ende. Ach so, gut, dass du das sagst, das ist nämlich auch wahr. Ich hab's noch nicht gemerkt. Ich hab's gesehen auf der Uhr gerade. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Müssen wir ein neues Auto raussuchen. Ja, das können wir im Rahmen unseres nächsten Projektes mal machen. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, ich glaube, das ist cool. Ihr könnt euch auf was freuen, liebe Leute, falls wir das irgendwann mal machen. Oh, ja, also, anschneiden, ne? Schon mal Anschnallgurte besorgen. Kriegt man gut bei Flugzeugfriedhöfen. Da kriegt man die Dinger nämlich umsonst nachgeschmissen. Nur mal so als Tipp ganz am Rande, aber egal. Ja. Euch auch, ne? Das war dann diese Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und sage dann bis zum nächsten Mal. Also dann bis gleich. Nein, bis zum nächsten Mal. Das war schon gut.